Moin erstmal. Willkommen zu meinem wahrscheinlich ersten Video hier. Bin mal gespannt, wie das wird. Das wird heute der erste Moto-Vlog erstmal. Bin mal gespannt, wie der so wird. Und wenn das so läuft, werde ich das wahrscheinlich auch in näherer Zukunft weiterführen. Ja, so. Es kommen natürlich wieder die ersten Fragen auf, so was, über was quatscht man, was macht man so in seinem ersten Moto-Vlog. Wahrscheinlich erst so ein paar Randinfos droppen. Also ich kann mich erstmal vorstellen. Bin der Michel, 19. Fahre eine Kawasaki VN800. Zu einer Bobber-Version umgebaut. Von mir und meinem Stiefvater. Ich lebe im schönen Bremen, wie man gerade hier an dem Weserstadion und der Weser sieht. Und ja, ich würde jetzt erstmal ein bisschen cruisen. Mal gucken, wo ich heute lang fahre. Auf jeden Fall erstmal entspannt fahren. Erstmal alle grüßen hier. Ne? Gleich machen wir erstmal den Choke aus. Das geht dann nämlich gar nicht mehr. Wie man es wahrscheinlich schon erwartet hat oder bemerkt hat, fahre ich eine gedrosselte Maschine. Da ich ja jetzt erst 19 bin, Probezeit ist im Februar zu Ende. Das heißt, ab da kann ich dann den erweiterten Schein machen. Die ist von 56 auf 48 gedrosselt, aber eigentlich merkt man das nicht. Ich meine, mit dem Ding fahre ich jetzt ja keine Drag Races. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Quali so ein bisschen wird heute. Ich habe mal so ein paar extra Einstellungen ausprobiert. Und generell, wie so das Sichtfeld ist. Und was man demnächst so verbessern kann. Ich komme tatsächlich gerade von der IHK, also von der Handelskammer, denn ich habe gerade erst meine Ausbildung abgeschlossen und darüber bin ich sehr happy, mit sehr guten Noten. Die Ausbildung Fachraffelage Logistik habe ich jetzt abgeschlossen. Und dann heißt es gleich erstmal wieder zur Arbeit. Ah, wir cruisen noch erstmal ein bisschen. Getankt habe ich heute Morgen auch erstmal. Also schreibt auf jeden Fall erstmal in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ich besser machen kann. Ich nehme Tipps sehr gerne an. Wenn es ums generelle Motorradfahren geht, nehme ich auch gerne alles an. Wie man merkt, ich bin noch Fahranfänger. Fahre jetzt auch erst seit einem halben Jahr mit der Maschine. Beziehungsweise das ist mein erstes Motorrad, also, ne? Also Tipps nehme ich immer gerne an, Korrekturen, Infos. Demnächst, ich bin am überlegen, ob ich demnächst auch so ein paar Werkel-Videos mache, das auf jeden Fall, weil ich habe es leider nicht gefilmt, wie der Fender gemacht wurde hinten, der Lenker, und aber die meisten kennen das wahrscheinlich schon, weil die Kawasaki VN800 ist jetzt ja eher eine beliebte Maschine, denke ich mal, zum Werkeln. Wenn man jetzt nicht direkt zu einer Harley Davidson gehen will. Es ist auf jeden Fall erstmal die günstigere Klasse hier. Das ist auf jeden Fall. Da fahren wir mal links rum. Ach, die Handschuhe sitzen noch ein bisschen knapp. Auf jeden Fall heute sehr geiles Wetter, dafür, dass es gestern einfach geregnet hat und irgendwie 9 Grad waren. Das war jetzt irgendwie ein bisschen nicht so angenehm. Ui, also heute sind echt viele unterwegs, das freut mich. Ich habe schon gedacht, ich muss hier alleine rumcruisen.
Mal gucken bei den nächsten Videos, kann ich ja mal unten in die Infobox reinhauen, was ich alles am Motorrad dran habe. Ausrüstung und sowas, das ist typisch halt. Wieso rede ich überhaupt darüber? Also, das wird jeder wissen. Das sollte man eigentlich immer reinmachen. Ja, mal gucken. Bin ich mal gespannt, wo ich hier rauskomme, weil hier fahre ich eher seltener lang. Muss ich auf jeden Fall mal öfters machen. Gerade jetzt, wo es wieder schöner wird. Warum fährt denn da vorne so langsam? Ja. Also, was ich auf jeden Fall schon mal ansprechen kann, sind die nächsten Upgrades bzw. Erweiterungen, die ich auf jeden Fall gerne ranmachen würde hier an meiner Kawasaki. Wo ich am Überlegen bin. Den Lenker werde ich, denke ich, mal erstmal so lassen. Der ist auf jeden Fall erstmal ganz gemütlich. Ja, was halt auf jeden Fall gemacht werden muss, ne? Wie man sieht, hier der ganze Rost, die Schrauben und sowas, alles entrosten. Das ist halt eher so das, was erstmal gemacht werden müsste. Weil eigentlich sie fährt, hat keine Probleme. Das Wichtigste ist dran gemacht. Ja. Calvin Klein Jeans, ja, mein Freund. Reffen wir mal ein bisschen an. Gott, ist das hier holperig. Ja. So ist das auf jeden Fall. Na, fahrt ihr noch? Super. Alter, wie viel Polizei fährt denn hier heute lang? Das ist jetzt schon die dritte, die ich gesehen habe. Na, blinken wir auch mal links. Mal gucken, wo ich rauskomme. Ich muss sagen, hier fahre ich echt selten, obwohl es hier eigentlich echt schön ist. Sehr viel Grün. Hinten der Weg an der Weser ist ziemlich geil. Aber ich will auch mal wieder ein bisschen Landstraße fahren. Ich fahre mir nicht über den Fuß, mein Freund. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, Teile, die ich auf jeden Fall noch ändern will. Auf jeden Fall erstmal diese Handschuhe. Das sind, jetzt nicht so die geilsten. Sind eher so notbedrungen beschafft worden. Was heißt notbedrungen? Ich habe eigentlich das Geld. Warum? Ich weiß halt nicht, welche. Ich muss mal zu Luis oder Polo und da mal anprobieren. Das ist eigentlich so das Beste. Ja, und dann eigentlich Kevlar-Hose natürlich. Das muss, finde ich. Stiefel. Kann ich mal alles nachher mit in die Beschreibung packen, wenn ich es finde. Ansonsten werden die Sachen auf jeden Fall beim nächsten Video mit eingereicht. Alles klar. Hier ist echt schön. Ja, das ist schon was Schönes. Immer schön grüßen. Immer wenn man kann, auf jeden Fall. Ah, hier bin ich. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Alles gut. Das passt sogar. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch nach Hause fahren. Beziehungsweise, wer in Bremen wohnt, wird wahrscheinlich hinten den Lankenauer Höft kennen. An der Weser.
ist so ein kleiner Hafen, da kann man ganz gut sein Motorrad präsentieren, generell ein bisschen fahren. Geht durch Waldmannshausen durch. Ja. Aber gerade bei so einem Wetter ist das einfach das Geilste. Ich bin auch tatsächlich nicht so der Typ, der auf Geschwindigkeit steht. Na gut, ich kann schlecht beurteilen. Ich bin noch keine Supermoto gefahren oder eine Ninja oder was weiß ich. Aber ja, es wird erstmal hier die hier bleiben. Die gefällt mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr doll. Ja, man kann alles verändern hier in der Maschine. Ob du jetzt einen Tank haben willst, neue Reifen oder einen Lenker oder was weiß ich alles. Na gut, Verkleidung hast du ja nicht hier groß. Aber ja. Vor allem bringt mich diese YouTube-Geschichte hier auf jeden Fall sehr schön weiter, wenn ich cutten will. Weil ich wollte generell mal ein bisschen mich mit Schneidesystem und sowas, also Videobearbeitung, mit befassen. Und da passt das jetzt auf jeden Fall. Da kann ich mal ein bisschen ausprobieren. Ich benutze derzeit das DaVinci Resolve. Ja. Lässt sich auf jeden Fall alles sehr gut einstellen. Ja. Wunderschönes Wetter heute. Und wegen der eventuell anfallenden Windgeräusche entschuldige ich mich. Ich habe keinen Jethelm, ich habe so einen halboffenen Helm, den Shoei X-Zero. Und das Visier geht bei dem halt nicht ganz runter, also da bleibt so ein Stück von der Nase noch offen. Und selbst wenn ich das Visier jetzt runternehmen würde, ich kann es ja mal machen, zack, wie man sieht. Aber ich denke, dann hört man meine Atemgeräusche mehr, ne? Und weniger vom Motorrad. Hey, das Wetter ist echt schön heute. Es ist echt schön zum Cruisen. Auch wenn es jetzt gerade nur die Innenstadt ist, aber mein Gott. Lieber so, als in der Garage stehen zu lassen und, ne? Ich muss auf jeden Fall noch eine andere Lederjacke holen. Oder wenn überhaupt eine Weste. Denn die ich anhat, die ist zwar ziemlich gemütlich, hält auch den Wind einfach astrein fern, aber das ist wieder so eine typische Geschichte. Lederjacke von Opa bekommen. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur ein bisschen um den Komfort, ne? Um den Komfort. Die bäumt sich halt hier immer ein bisschen auf und das nervt, wenn man gerade so sitzt und jetzt an so warmen Tagen, klar, Sicherheit geht immer vor. Selbst wenn man dann nass geschwitzt im Dingens drin sitzt, in der Motorradkleidung, aber Weste wäre auf jeden Fall okay. Muss ich mich mal umschauen, ob ich da eine passende Weste finde. Ja, sonst könnt ihr mir ja mal schreiben, was für Motorräder ihr fahrt, wenn ihr welche fahrt. Oder Mofas oder Roller. Damit habe ich jetzt leider nicht angefangen, aber ja. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein komplettes Overview von meinem Motorrad machen.
Da werde ich jetzt im Langnauer Höft fahren. Und ja. Dann würde ich sagen, sieht man sich bis da hin. Ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen. Oder auch nicht. Ja, doch, werde ich machen, aber muss die Kamera gleich ausmachen. So, nachdem ich einen kleinen Cut gemacht habe, geht's auch wieder weiter. Es geht jetzt auf die Hochstraße, hier wird es jetzt windiger auf jeden Fall. Ja, Topgeschwindigkeit bin ich mit der 160, 170 gefahren, aber das will man nicht. Dafür ist sie auch echt nicht gebaut. Ja, schön entspannt Landstraße, 70 bis maximal 100, 110 so. Mehr muss echt nicht sein. Ich meine, guck mal, ich fahre jetzt 60 und das ist schon hyper entspannend. In Bremen. So viele Vlogger in Bremen habe ich eigentlich noch gar nicht gefunden. Ich glaube jetzt bis jetzt so 2, 3. Aber die machen das auch nicht so aktiv. Mal gucken, was daraus wird bei mir. Ich denke schon, also ich habe Bock drauf. Macht auf jeden Fall ziemlich Spaß. Und klar, ich habe die GoPro ja immer mit. Man kann die immer schnell am Helmrad klipsen. Extra Akkus habe ich mir noch bestellt. Mann. Und genau wegen solchen Sachen muss man immer aufpassen. Denn hätte ich jetzt nicht aufgepasst, wäre ich so weitergefahren und entweder der hätte mich beiseite geschoben und ich hätte mich gepackt oder der wäre so in die Leitplanke reingefahren. Aber ich denke eher Ersteres. Ah, hier oben, das ist so schön, ne? Ey, da ist noch ein Motorradfahrer. Kriegen wir den? Je nachdem, wohin der fährt. Also ich fahre jetzt durch Wolfmershausen für die Bremen etwa grob kennen. Hier vorne ist Becks, die Becks Brauerei, das Telekom. Was für ein Tower das ist, das weiß ich nicht. Das sind, glaube ich, einfach nur Bürogebäude. Ja. Also ich komme auch persönlich aus Wolmershausen. Da wohne ich zurzeit noch bei meinen Eltern. Mit meinen zarten 19 Jahren. Ja, auf jeden Fall echt schön hier, zur richtigen Tageszeit, zur richtigen Sommerzeit, so, ne? Und wenn nicht gerade bedingt überall Idioten, die auf der Straße rumfahren, aber die gibt's ja immer. Ah, die guten alten Fehlzündungen. Also mal gucken, wie weit ist die GoPro? Läuft die noch? 19:31. 19 Minuten schon, okay. Ja, dann würde ich sagen, ist der Motovlog gleich erstmal beendet. Wir machen gleich noch einen schönen Soundtest im Tunnel. Und dann würde ich sagen, stelle ich das Motorrad entweder in einer... Nee, ich häng's hinten ran, komm, das sind vielleicht 6 bis 10 Minuten mehr. Das ist auch egal. So. Komm,
bitte ein bisschen schneller fahren, mein Freund. Danke.